Hey Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Megaprojekt, wieder mit Spark, Veni und mir, also Alex. Und wir machen ja wieder die Genau. Enderman-Farm weiter. Genau, die wollen wir Jo. jetzt komplett fertig machen mal. Genau. Ich muss nur ganz kurz am Ende kurz was sagen. Und zwar, ich habe ja letzte Folge schön mein Zeug verloren. Ich habe mir das jetzt in einem Zeitraffer alles wiedergeholt. Aber der Zeitraffer kommt am Ende der Folge, damit ihr euch das jetzt nicht antun müsst und so. Jo. Alles klar. Ich habe soweit alles. Wie sieht denn das aus? Haben wir jetzt genug Pistons und sowas? Also ist da jemand irgendwie bereit und sowas? Und ja. Ich kann nochmal neue Pistons machen zur Not, wenn ich das Ja. ganze Ich gehe Zeug gerade mal dazu. ins Ende und schau nach, wie viel wir da Problem ist noch halt, haben. mir fehlen Genau. die Cobblestones. Ich hab nicht so viel Steine. Soll ich den Ja, mal da ist ja vorbeibringen? praktisch, ist ja schon fast wenn das jemand anders, wenn das jemand anders so macht. Alter, liegen vom letzten Mal immer noch so viele Enderperlen rum. So Nee, übel. Sparks, also soll ich dir ein paar Cobblestones vorbeibringen? Weil ich habe gerade noch welche Wenn parat. du, wenn das geht, dann ja, weil Holz und Redstone und Eisen habe ich genug. Ja, okay. Ja, doch, ja. Holz, Redstone, Eisen, bla und da. Also wir Davon haben habe ich ja noch genug. knapp 36 Pistons. Naja, wird. Keine Ahnung, wir werden schon welche brauchen. Wie sieht das mit dem Tripwire-Hooks aus? Da werden wir halt Davon haben doppelt wir so viel. keine mehr. Oh, da habe ich wahrscheinlich die noch verloren. Gut, dann machen wir uns von denen gleich mal ein paar. Oh, das sollte passen. Und Strings brauchen wir auch wieder. Ach so, ja, genau, okay. Dann, Spark, du hast ja wahrscheinlich noch Strings und so, nehme ich mal an. Strings habe ich, glaube ich, gar nicht mehr so viele. Muss ich gucken. Ich habe alle zu Wolle mal vercraftet gehabt. Und ich habe jetzt kein Dingsfeld mehr oben. Wie machen wir das dann? Weil Strings werden wir brauchen. Die werden schon relativ wichtig sein. So, kann ich jetzt alle auf einmal irgendwie rausschmeißen? Ja. Oh, ein Glück. Mit Warte. Alt-Leertaste kannst du alle Items droppen, falls du das Oh, meinst. da ist auch schon wieder. Jetzt habe ich keinen Platz im Inventar. Weil ich gerade Eisen gemacht habe. Durch Gold, Medium Stone. Ich komme gleich. Ich komme gleich. Ich mache das gleich. Moment, Moment, Moment. So. Nee. Ach, warum geht das nicht? So. Jetzt sind ein paar Stacks. Ich habe sogar mir die Mühe gemacht, meine Sachen wieder zu benennen. Das heißt, jetzt weiß auch jeder, wem das gehört, falls er die mal wiederfinden sollte. Obwohl das wenig bringt, wenn man halt die Sachen im Void verliert. Aber na gut. Also, wie gesagt, wir brauchen noch Tripwire-Hooks, hast du ja schön erwähnt. Jo, Und die auf jeden. Strings. Oh, wo kriegen wir Strings her? Ich schau mal bei Simon, weil der hat ja sowas auch zum. Oh, bei ihm explodiert wieder alles. Weil er ja seine Ja, die Geräte. Kabel. Ja. Ja, hier muss ich durch. Boah, Alter, ist das laut. Nee. Boah, hier haben wir einmal 64 Strings und nochmal 64. Also, Simon spielt doch eh nicht. Also, wäre es doch gar nicht so schlimm, wenn ich mir das jetzt nehme, oder? Ich habe Kommt drauf jetzt zwei an. Stacks Wenn es ums Strings Prinzip genommen. geht, dann dürfte es es eigentlich nicht. Ich weiß halt nicht, ne? Hä, weil eigentlich wäre es schon besser, wenn die ihn fragen würden. Aber eigentlich benutzt das auch gar nicht. Das ist jetzt die Frage. Und ich hätte ja auch so Zeug dran, ne? Ganz viel Komisches. Naja, gut, ich nehme sie erstmal mit und falls er sie dann bräuchte, dann werde ich sie mal auf jeden Fall ersetzen. Das heißt, würde erstmal Wo hast Mut du Simon vielleicht eh üben, unendlich viele Metamangel Strings? oder Das hat so. ja auch eine Mobfalle. Nochmal, jetzt Also. habt ihr durcheinander geredet. Nee, na, Nichts und verstanden. wir waren eben gerade das Zeug holen wolltest. Hast du nicht Yuji mit der Mangel oder so? Weil das der von da holen willst? Hey, Juju-Meta? Ja, das knallt auch wegen dem Yuji-Meter. Ja, genau. Genau, weil du gesagt hast, ob man sich das holen kann. Weil du gesagt hast, er braucht es ja eh nicht. Nein, 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 ich habe die Strings gemeint. Ach so, die Strings. Ach so. Genau. Weil die Das braucht wollte er gar nicht. ich. Die Strings wird er sicher nicht brauchen, weil der hat eine Mobfalle und da sind auch Spinnen dabei. Ja, okay. So, dann mache ich nochmal Tripwire-Hooks und dann können wir auch schon wieder weitermachen. Das reicht nicht, denke ich schon. Die sind ja nicht zu teuer, die Teile. Bin schon die ganze Zeit dran. Ah, okay, gut. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Slabs, das ist auch noch wichtig. Die Slabs kann ich machen. Alles Okay. klar. Ich habe tonnenweise Holz. Dann sollte das ja Nice. hinhauen. Und Spark, worum du dich vielleicht auch noch mal kümmern müsstest, sind ja die Brain in the Jars, ne? Genau, die kann ich auch noch machen. Wie viele braucht Okay. ihr denn? Ich wollte auch selbst für mich noch mal welche machen. Also ich habe hier zwei Zombie-Brains, die kann ich dir geben. Und bring dir die normalen Köpfe was? Die normalen Köpfe, die müssten Diese mir. Skelettköpfe halt, diese, die du Nee, auch bringen rüsten eigentlich kannst. nichts. Die sind eigentlich sinnlos. Haben Bei die nicht Alex. diesen Kopfeffekt, den du da also fürs Verzaubern brauchst, oder? Ich weiß nicht. Normalen Nee, du Köpfe, brauchst die ja fürs die. Craften, die Zombie Ja, Brains. die Zombie Brains brauchst du fürs Craften und die Köpfe, die sind einfach nur Deko da. Nee, aber kannst du die nicht beim irgendwie, wenn du das zaubern möchtest, weil ich glaube, wenn du das craftest, dann brauchst du, musst du doch da was reinpacken, oder? Ja, Ach in so, der ja, ach Vase. so, das meinst du. Brauchst du da welche? Also. Ich muss kurz ein Rezept nachgucken. Moment. Okay. Weil ich habe Le 25 noch von denen. Bring ich Rezept. welche mit? Eigenes Buch, das Buch Thermonomicum. Hast du das selbst auch schon gemacht? Zauberei und so? Nee, nee, ich Achso. habe da eigentlich auch gar nicht so vor, mich da groß damit zu beschäftigen.
Also, Brain. Brain, the Brain, the Brain, the Jar. Wo haben wir das denn? Hier ist das. Ich brauche 2 Spinnenaugen. Ein Zombie-Gehirn. Ein normales, leeres Warded Jar. Und nochmal 8 Malum. Ach du Kacke. Ich brauche schon 8 Zombie-Brains. Nur, und nee, Quatsch, 9 Zombie-Brains und ein Brain in the Jar herzustellen, so wie es aussieht. Nee, aber diese anderen Köpfe, die haben ja nicht auch dieses. 5. Ich weiß nicht, ob das Malum heißt oder so. Das ist halt die Sache. Ja, warte, ich komm mal zu dir, bei dir vorbei, ne? Und dann erkläre ich dir das mal, was ich meine. Ihr könnt auch notfalls noch bei Simon gucken in der Mobfalle, weil der hat da auch ziemlich viele Zombie-Brains noch, falls er die braucht. Okay. Nee, ich denke mal, das ist mal, kein die Smalum ist wirklich nur auf Zombie-Brains oder was, ein Nether-Stask oder irgendwas drauf. Oder Gasdrehen. Und das war's. Ach so, wie sieht das aus, dieses Malum? Ist das dieses Buch? Das ist nicht dieses Buch, das Malum, das ist so ein rotes, keine Ahnung, so ein rotes. Ja, ein Pentagramm. Knallrotes Pentagramm. Ja, genau, das ist ja auf den anderen Köpfen drauf, das wollte ich halt nur. Ach so, weil von denen habe ich noch genug und die kann man auch verwenden. Na kurz. Das zeige ich dir mal. Stimmt, die sind da drauf. Geil. Ja, da habe ich auch Köpfe. Ich habe noch 42 von diesen Skelettköpfen. Ja, okay. Dann bring ich dir das einfach mal, dann kannst du das machen. Jo, klar, ich mache am besten gleich die Dinger. Oder ja, dann mache ich gleich, dann schiebe ich das mit den Pistons nochmal auf nach hinten. Okay. Weil die sind eigentlich auch ganz wichtig, dass man dann halt nur so rumstehen muss und dann einfach nur die Level einsammeln muss und so. Ah, volles Inventar. Furchtbar. Spark, hast du eigentlich das Gemeindehaus nochmal weitergemacht? So wieder? Ich glaube, es war Kev. Ach so, okay. Aber das sieht eigentlich voll nice aus, so wie das jetzt ist. Er gefällt mir eigentlich richtig gut, wenn man sich das mal so anschaut. Hat er sich Mühe gegeben, wenn er das war, also. Moment, muss mir gerade angucken. Hab ich gesehen. Also auch so mit Dekoration und so? Hat er sich schon Mühe gegeben? Ich hab's nur von außen gesehen, das ist doch nice. Von innen, jo. Villager da reingestellt. Jo, das ist geil gemacht. Nicht schlecht. So, was wollte ich machen? Achso, nochmal bei Simon schauen, richtig. Genau. Und wir schauen einfach, wie viele wir von diesen Brains hinbekommen. Also je mehr natürlich, desto besser. Müssen wir aber natürlich sehen. Hier haben wir... Ich glaube, er hat keine Zombie-Brains. Sicher? Weil die spawnen, also die Angry-Zombies, die spawnen ja auch gar nicht in... Ah, stimmt, in den Dingen. Ja. Hat er gehen nicht die Spawner, gehen nur durch normal. Ja. Das ist klar. Spinnenaugen bräuchte ich aber, wenn ihr davon welche habt. Achso, okay, ja, habe ich. Warte, habe ich nur 5 Stück. Okay, dann bringe ich die nochmal vorbei und dann gehe ich in den End, um da weiterzubauen. Da haben wir ja noch ordentlich zu tun. Und hoffentlich werden uns da die Endermen natürlich nicht so behindern. Das wäre natürlich... Das sind echt viele mittlerweile. Ja, das glaube ich. Also ich bin ja da schon am Bauen und ich muss sie jedes Mal töten, damit ich da weitermachen kann. Da stehen einfach so 40 Stück oder so auf jeder Ebene. Nice. Okay. Und wie ist das jetzt mit der Breite? Also ich habe nämlich in den Kommentaren gelesen, dass ich mich irgendwie verpeilt habe beim ersten Bauen, dass das nur 15 breit wurde. Aber am Ende ist das Ganze ja 17 breit geworden. Irgendwie. Also ich habe es irgendwie zu schmal gebaut, aber am Ende wurde es zu breit irgendwie. Also keine Ahnung. Ich habe das nicht so richtig verstanden. Oh, die Rezepte sind ein bisschen kompliziert. Ich muss erst Water Jars herstellen. Dafür brauche ich Taumium, um das arcane Holz herzustellen. Nochmal das Glas und Ja, naja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ne? Ja. Also ich habe dir das hingeworfen auf jeden Fall. Mit den Spinnen. Ja klar, ich habe das Zeug eingesammelt dann noch. Dann mache ich doch nochmal die Pistons, weil du bist ja beschäftigt und so. Glaspain, okay, gut. Ja, da habe ich sogar noch was. So. Aber ich wollte ja sowieso noch Zombie Brains sammeln. Ein paar Strings habe ich hier sogar noch, habe ich gesehen. Da müssen wir wieder Iron nehmen und so. So. Leni, was machst du? Bist du gerade noch am Bauen? Ich bin im End schon weiterbauen. Also ich mache da halt gerade die Pistons und Marmor und alles, weil den Rest habe ich halt nicht da, also Tripwires und Strings. Ach, okay. So, komm zum Weg. Du hattest übrigens recht, also das ist... Ich finde das cool mit dem Nano selber, dass das geht, wenn der leer ist, dass der immer noch so viel Damage macht. Ja, echt. Das ist voll lustig so. Deswegen, also das ist eigentlich die einzige wirkliche Methode, wie man den anwenden kann, ohne dass man den halt nach 2 Minuten gleich wieder aufladen muss. So, jetzt habe ich wieder über den Stack. Machen wir nochmal ein bisschen. So, das nochmal da rein. Wieder schön am Craften. Okay, und dann komme ich gleich bei dir vorbei. Ich will hier nicht mehr runtergehen, weil jedes Mal, wenn ich runtergehe, stehen danach wieder so viele Endermen oben. Okay, verstehe ich. Ich habe einfach schon 20 Level jetzt gemacht, nur durch die Endermen, die hier oben gespawnt sind. Krass. Ich glaube, ich bringe dir aber erstmal das Zeug vorbei und dann mache ich mir mal einen ersatzweise zweites Jetpack. Weil, nochmal, ich weiß nicht, habe ich jetzt nicht so das Bedürfnis, da zu sterben. Kannst du ein Jetpack mitnehmen? Kannst du das Jetpack wieder aufladen und wieder verlieren, indem du doch wieder runterfällst?
Ja, das denke ich auch, ja. Muss dann im Flug praktisch Alter, wie viel Jetpacks Effekt wechseln. runterfallen? Ja, nein. Ich habe mir das so gedacht, ich packe mir das auf einen fünften Slot oder so. Und wenn ich das dann mal brauchen sollte, dann werde ich einfach auf meine Rüstung da zeigen, also auf das Jetpack, die 5 drücken, dann wird es ja automatisch ausgewechselt. Okay. So, wen, ich habe dir mal Zeug hingeschmissen. Okay, Hier. sammle ich gleich an. So. Okay. Ah, sehr schön. So, und dann werde ich nochmal zurückgehen, auch wenn das jetzt ein bisschen uneffektiv war und so. Dass ich nur gekommen bin, um Sachen vorbeizubringen. Das wird aber nicht reichen, ne? Ein Tripwire. Ja, ich habe hier noch Zeug, also. Okay, passt. Keine Ahnung, aber so viel mehr String habe ich da auch nicht. Und Simon hatte auch, glaube ich, jetzt nicht mehr so wirklich noch was. Dann werden wir dann noch irgendwoher was brauchen. Hast du hier Hast du in der Metacore? Monsterfalle von Simon geguckt nach Strings? Ja, genau. Da habe ich die ja schon rausbekommen. Hä, wo kann man noch. Hat noch jemand? Nee, es hat ja nicht wirklich jemand in der Spinnenfalle. Ah, wo kriegen wir Gomme hatte, jetzt glaube Zeug? ich, einen, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Ja, aber weggesprengt wurde. Nuke und so, ne? Deswegen haben ja Gomme und ich die Blaze Farm gebaut. Weil seins ja komplett futsch war. Ah, ich habe noch 2 Stacks Strings, sehe ich gerade. Passt. Hol ich die auch nochmal gleich. Und ich brauche auf jeden Fall für das Jetpack. Ah, 3 Batterien. Okay, dann machen wir die mal ganz kurz. Dafür brauchen wir Tin. Und noch anderes Zeug. Okay. So, Copper-Cable. Wie funktioniert jetzt eigentlich deine Crafting-Anlage noch weniger? Weil ich hatte das Gefühl, dass die oberen ging noch nicht, oder? Kann das sein, Doch, dass du die noch doch. nicht gemacht hast? Doch, die funktionieren. Echt? Verdammt, weil ich wollte mal was craften und dann habe ich die irgendwie. Ich habe das versucht und dann ging das nicht, aber ich habe es wahrscheinlich in die falsche Kiste reingelegt oder so. Kann ich mir Dann musst du gut. es in die unteren Kisten ranten. Das weißt du, ne? Hab ich eigentlich. Dachte ich auf jeden Fall. Also ein Brain habe ich schon mal. Ah, sehr gut. Das ist doch schon mal was. Ich glaube, ich habe auch noch ein paar Zombie-Brains bei mir und ein paar Köpfe. Kann ich dir dann auch gleich geben oder du holst dir die? Jo, klar, Moment. Oder ja, am besten tu sie raus, sonst suche ich sie und find wieder Jo. nichts. Nie gefunden. Oder Alex, bist du gerade in der Nähe? Ja, so Kannst du das ähnlich. dann machen? Ich habe ja extra Okay. so eine Kopfkiste und da sind die Sachen drin beim. Zweites Alles Brain in the Jar. sehr gut. Also wenn wir so vier klar. Stück oder so haben, dann wäre das schon ideal. Also 3 reichen eigentlich auch, oder? Weil man kriegt So, ja sowieso die Level so ganz kurz, schnell. wer war das jetzt mit den Brains, der noch welche hatte? Ich habe noch Vini hat welche. noch welche, aber ich hole gerade die. So. Deswegen gar nicht. Ah, ich habe ja gar kein Portable Hole mehr. Da komme ich ja gar nicht durch. Blöd Glaube ich gelaufen. auch Kann ich noch mich nicht. irgendwo durchgraben, sicher? Ich habe ein Portal, also wenn du in die Stadtmitte gehst, meine Na, Dungeon ist egal. Portal. Ich mache das jetzt einfach so mit Durchgraben. Ja, Nee, du hat machst nicht meine funktioniert. Sachen Hat kaputt. funktioniert. Ich habe sogar Silk Touch, deswegen wird nichts kaputt gehen. Sehr gut. Nee, du hast keine Brains mehr, du hast nur normale Köpfe. Du hast noch den von Skaten Kopf, aber ansonsten nur die anderen Köpfe. Und von denen hat er ja noch genug. Okay. Wir haben übrigens ein übelstes Magieproblem, gell? Irgendjemand zieht Ja. sowas von Hardy Magie aus der Luft raus. Simon hat, glaube ich, seinen Infernal Furnace die ganze Zeit am Laufen. Also die ganzen überschüssigen Cobblestones, die da rausploppen bei seinem Yu-Yu Matter Stuff, die werden alle geschmolzen. Dann schaue ich da Oder mal zumindest vorbei. irgendwer in die Kommentare geschrieben. Also Ich glaube, das hat er das nicht hatte ich mehr. auch mal gemacht und exakt aus diesem Grund, eben weil es das macht, habe ich es gelassen. Boah, ist einfach so laut hier. Simon, ne? Ist richtig Ja. übel. Nein, die gehen nicht mehr in seinen Infernal Furnace rein. Okay. Also, ich glaube nicht, dass Frage, woran sowas. es liegen könnte. Ich könnte mir nochmal hier von meine Brille aufziehen, da kann ich die Magie nämlich sehen, praktisch mehr oder weniger. Ja, stimmt. Das, die Flux-Level und so, Und die kannst das du gleich Flux-Level ausnutzen. oder das Level von der Energie in der Luft ist im Moment auf 0. Vielleicht ist es in Oha. Mojang? Kann das 0 sein? von 380. Ja, also, was zum Beispiel eigentlich ganz gut hilft, sind diese Crystal Clusters und so und die. Ah, wie Silverwood heißen Trees. die? Es gibt noch diese. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Das war einmal Damit kann schleicht's man. wieder. Es gibt so Teile, die können halt ein bisschen Wiss aufnehmen und die dann langsam wieder abgeben. Die sind eigentlich ganz Fluxfilter? gut. Nee, 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 die Ja, Crystal heißen. Clusters gibt es irgendwie schon, das ist klar. Aber jetzt Ja, aber dreht sich wieder, Crystal mein Clusters Zauberstab ist sind auch ganz wieder da. nice. Ich weiß leider nicht. Das waren irgendwelche anderen. Nicht ganz sicher, welche das waren. So, dann brauche ich nochmal ein Circuit. Dann komme ich gleich bei dir vorbei, Vini, ne? Oh, ich bin Wahrscheinlich ja auch meinst du gerade. die Crystal Capacitator. Ich glaube ja. Das sind solche Teile, die sind Damit. grau und da drin sind so vier
Schwabbelteile, die aussehen wie diese Portalblöcke. Oh, ich habe jetzt nur hier das Dingspack, Sex Texture Pack, aber ich glaube, du meinst, da kann man nämlich Vis drin lagern, also man kann 100 Vis drin speichern. Genau, das sollten die sein. Die sind eigentlich ganz gut. Also, keine Ahnung, die speichern ja 100, glaube ich, und die geben es dann so pro Sekunde ein Vis ab, Ja, so. sie können pro Sekunde, Quatsch, alle 5 Sekunden können die ein Vis absorbieren, beziehungsweise ein Okay. Vis absondern. Genau, also das wäre das Richtige im Grunde. Ja, keine Ahnung. Also am besten wäre es, wenn man echt da schon am Anfang ganz viele in der Stadt verteilt hätte, wenn man die gemeinsam gecraftet hätte und so. Aber ja, weiß jetzt nicht, ob Wirklich das gut irgendwie macht. gewesen. Ich habe ja extra bei mir noch einen Baum gepflanzt gehabt, weil ich dachte, ich fange da nochmal an mit Magie und so. Aber werde ich Hab jetzt gehört erstmal auch, weil nicht. die Nukes unter der Stadt diese We Zeug weggebombt haben, diese Erze, die so ein Ja, bisschen stimmt. Infused Das kann auch Ore sein. sind, also da, wo die Shards drin sind, Genau. die sorgen dafür, dass sich auch das Wiss schneller wieder auflädt, gell? Das kann Und das sein. Problem ist eben, wenn da halt schon eine Nuke war und alles weggebombt hat, dass das deswegen auch viel, viel langsamer auflädt. Ja, das kann echt sein. Die geben nämlich auch Wiss ab. Deswegen ist ja eigentlich auch nicht so gut, wenn man halt die ganze Stadt schon mit einer Nuke untergraben, nicht mit einer Nuke, mit einer Quarry untergraben hätte. Ja, das auch nicht. Aber es wäre trotzdem nicht so schlimm wie eine Nuke gewesen. Ja, stimmt schon. Gut, dann komme ich mit den Strings und meinem neuen Jetpack oder meinem zweiten jetzt ersatzweise vorbei. Ich habe noch ziemlich viele Strings, die nehme ich mal mit. Ich 8 habe Zombie-Brains habe ich noch, jetzt. Alex. Was machst du denn? Hä, in der Kopfkiste? Nee, nee, in der Kopfkiste ist es nicht, bei den Mob-Drops. Ja, danke, danke. Bitte, bitte. Egal. Bring die dir mal gleich vorbei, Spark, ne? Jo. So, ich muss eigentlich wahrscheinlich auch mal den Sound ein bisschen leiser machen, weil wenn die ganze Zeit die Teile Du darunter hast hier ein fallen. Silverwood Tree auf dem Grundstück, gell? Ja, da ist ein kleiner Aura-Knoten drin. Heißt Ja, das? die machen ja, nein, Ja, die, also genauso immer wie wenn neben die, meinem Grundstück ist auch einer. Oh, warte, hier hast du mal Zombie Brains. immer wenn so ein Jo, das Baum da. wächst, Danke. der verursacht so eine neue Aura-Node. Und ich glaube, sogar wenn du viele nebeneinander platzierst, dann vereinen die sich. Aber das ist halt nicht so gut, wenn man die nebeneinander platziert, weil dann hast du zwar eine große Aura-Node, aber ich glaube, die verursacht wieder Flux, wenn du eine große hast. Nee, das hat Aber nichts nicht zu tun. 100% sicher. Die Knoten sind die, wie groß man speichern kann. Das Flux, das wird irgendwie, keine Ahnung, wenn du zauberst und Sachen, die du nicht in die entsprechenden Endgegenstände reinhaust, die, und wenn die in die Luft kommen, dann wird's gedingst. Nee, es gibt aber auch andere Möglichkeiten, Flux zu verursachen. Das ist halt das Okay. Problem, also auch eigentlich positive Dinge. Zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob es die Crystal Clusters waren, aber irgendwas, was eigentlich Energie speichert und so, verursacht auch Flux aus komischen Gründen. Einfach damit es halt so ein bisschen reguliert wird, dass man nicht einfach sich so ein Teil baut, was ganz viel Viz speichert, dass das dann irgendwie so OP ist oder so. Also habe ich auch schon mal gelesen. Okay. Aber keine Garantie. Oh, nicht runterfallen. Boah. Ich stirb's gleich wieder. Nee, nee, ich war nur so gerade am Bauen und stand direkt in der Mitte, hab dann ins Inventar geschaut und sehe nur, wie ich falle. Dachte Apropos, ich die mir erste so. Folge ist schon bei mir vorbei. Wo, gar nicht drauf geachtet, sind schon 18 Minuten. Oh, stimmt. Ja, In der dann Tat. mache ich einen kleinen Cut. Bedanke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part. Dann machen wir noch weiter ein paar Brains und dann geht's auch wieder ans End. Dann machen wir die Falle fertig. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.